Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ja, das Sammeln beginnt wieder auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute für euch das Starter Pack der brandneuen Match Attacks Champions League Serie aus der Saison 21/22 natürlich. Und hier enthalten sind ja Champions League, Europa League und die Conference League. Ja, die neue Liga hier. Ja, braucht keine Sau, egal. Ja, also hier steht ja offizielles Fußball-Sammelkartenspiel. Hier seht ihr schon ein paar Karten. Ja, dann haben wir hier Bruno Fernandes, glaube ich, heißt der. Dann haben wir hier Aguero, Heung-min Kimmich, Haaland, De Bruyne und Kylian Mbappé. So, kriege ich jetzt den Rest hier noch aufs Bild? Ja, dann haben wir hier unten zwei exklusive goldene Limi-Karten. So, jetzt sogar mit echten Autogrammen. Ja, ob ich da mal eine finde, wird schwer, glaube ich. Wir gucken ja mal, wie die Verteilungen sind. Dann haben wir hier noch zwei Päckchen, zwei goldene limitierte Karten, vier. Alle vier Taktikkarten, dann Sammelmappe, 32-seitige Spielanleitung mit Checkliste und Spielfeld für zwei Spieler. Ja, dann drehen wir mal das hier um. Ja, neu und noch besser geht es in die Saison 21/22. Das stimmt, also besser auf jeden Fall. Von den Karten her, von der Mappe her, ist alles gleich geblieben. Ja, also hier seht ihr das Spielfeld. Da, Spielfeld. Dann müsste das hier das Cover sein von vorne. Dann sehen wir hier wieder ein paar Karten. So, und dann haben wir hier noch 32-seitiges Spielanleitung mit kompletter Checkliste. Dann haben wir, was steht hier? Super großes Spielfeld für zwei Spieler. 24 Karten. Und alle vier Taktikkarten plus zwei exklusive limitierte Karten. Ja, also gespielt habe ich noch nie damit. Ich sammle die nur. Ihr könnt ja mal in die Kommentare, ob ihr damit spielt, mit Freunden in der Schule oder so. Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann öffnen wir das gute Teil mal. Ich bin echt gespannt. Ich habe schon mehrere Videos gesehen. Also, ja. Wird richtig nice. Also, die Bundesliga-Serie wird auch noch richtig cool. Die kommt, glaube ich, Anfang Oktober oder Ende September. Ja. Und ich glaube, ich werde auch nur diese sammeln. Diese zwei Serien hier. So wie ich gehört habe, kommt die 365-Serie leider nicht nach Deutschland. Warum, weiß ich auch nicht. So, leer ist es. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie hier auch sammelt und was ihr von der Serie haltet. So, hier sind diese drei Booster. Oh, direkt mal zwei verschiedene. Hier einmal mit Kimmich drauf in der Mitte und einmal mit Bruno Fernandes. Ich hoffe, dass es auch ist. Und hier haben wir dann den Booster mit den Taktikkarten und den Limis. So, mal auf Seite. So, da haben wir hier das Frontcover. Genau die gleichen Spieler wie auf der Tüte oder ja. Dann haben wir die Checkliste. Ihr seht schon, manche Teams haben leider nur 9 Karten oder so. Da haben wir hier so einmal Ajax, die haben so zum Beispiel nur 9. Manchester City, Manchester United. Ja, hier Man City, United, die haben alle ja 18. Liverpool, Chelsea, ja, alle großen Clubs. Warum Ajax das nicht hat, weiß ich auch nicht. Legen wir das mal zur Seite. Hier haben wir das dieses Guide hier, Game Guide. Buch ist es ja nicht. So, dann haben wir hier
für hinten das Rückencover. Hier haben wir dann den Rest. Taktikkarten, ja, es sind 4 Stück, das wissen wir ja. So, dann seht ihr hier nochmal, Milan hat auch nur 9, Atalanta hat auch nur 9. Selbst Juve hat nur 9 Karten. Ja, ja moin. So, dann haben wir hier Club 100. Da verstehe ich auch nicht, das sind 3 Bayern-Spieler drin. Und zwar Neuer, Davies und Kimmich. Ja, ich weiß nicht warum. Warum hat man Haaland nicht noch reingenommen? Verstehe ich nicht. Dann haben wir hier Limis. Ihr seht hier. Alles Limis. Top sagt ja, die gehören nicht zu der Serie, aber keine Ahnung. Dann haben wir noch die Blue Limited Edition. Ah ja. Wer ist denn das? Phil Foden, okay. Dann haben wir hier Gemstone Limited Edition. Dann haben wir Power Limited Edition. Festive Karten oder so ähnlich. Und Festive Limited Edition. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe es. Was ist das hier? Heritage. Hier Heritage, keine Ahnung. Egal. Kommt ja. So, hier haben wir das Spielfeld. Richtig mega. Also hier ist Player 2. Dann haben wir hier Player 1. Und was geil ist, das hier. Das ist so groß, ich bekomme es nicht hier in die Kamera. So. Richtig geil. Ich würde es mal am liebsten aufhängen, mache ich aber nicht. So, erstmal zur Seite. Brauchen wir nicht mehr. Wir machen jetzt erstmal die Mappe klar hier. So. Wo haben wir jetzt oben und unten? Muss ich gucken. So. Also die Mappe, wie immer. Nicht wie in England. Ich kann euch mal zeigen, wie in England die aussehen. Wenn mir jetzt nicht alles runterfällt hier. So sehen die in England aus. Also die Premier League. Das hier meine ich. Die sind richtig dick und die haben hier hinten draufstehen, was drin ist. Und sowas können die auch mal in Deutschland machen. Aber vielleicht zu teuer. Ich weiß es nicht. Ja, wir kriegen hier diese Standardmappen wie jedes Jahr. Die öfters mal kaputt gehen oder so. So, jetzt muss ich erstmal hier, zack. Machen wir doch erstmal die Front rein. Die Front. An die Front gehen wir jetzt. So. Rein mit dir. Manchmal passen sogar die Covers nicht richtig rein. Die stehen oben ab. Auch belastend. Okay, hier geht's eigentlich jetzt. Boah. Also diesmal geht's eigentlich. Ich glaube, in einer 1, 2, 3 Serien, da war es echt, ja. Da waren die echt schön draußen oben. So. Rein mit dir. Ah, hier die Rückseite kann ich euch noch zeigen. Habe ich ganz vergessen. Das ist schön groß, die Karten hier. Na. Das Geile. Das sind auch hier echte Autogramme drin. Es gibt ja auch in der Serie Autogramme, wo halt nur drauf gedruckt sind. Ja. Dann haben wir hier, glaube ich, Trikotkarten. Die wären auch geil. Wie oft die drin sind, weiß ich nicht. Ah, hier steht auch drauf. Pro Elite Chrome Shield Karten. Das sind, glaube ich, die hier. Dann haben wir hier besondere Chrome Preview Karten. Das müssten die hier sein. Dann haben wir echte Autogrammkarten. Das ist natürlich das hier. Und Karten mit Trikotstück. Natürlich das hier. Ja, so sieht dann die Mappe aus, wenn die zusammengebaut ist. Ja. Dann schauen wir noch schnell hier in dieses Gold rein. Gold. So, hier oben seht ihr Europa League, Champions League und die nutzlose Conference League.
So. Dann, ja, schauen wir mal hier. Da seht ihr schon ein paar Karten. Ah, oh, hier Lewandowski. Ja, moin. Ah, hier wird noch gezeigt, wie man es hier reinmachen soll. Also, ja. Als wüsste man nicht, dass man die Karten in diese Fächer reinschieben soll. Ja. So, hier ist dann nochmal aufgebaut, wie die Karten so aussehen. Also aussehen, also wie so dargestellt werden. So, interessiert aber keinen. Da haben wir hier die Taktikkarten. Ja, die hier ist total unnötig. Der VR. So, dann haben wir hier fortgeschrittenes Spiel, Turnierregeln, schnelle Spielformate. Da geht's weiter hier mit Karadis App. Karten in jedem Bäckchen. Nee. Ich weiß nicht, ob ich das spielen werde. Keine Ahnung. Müsste ich erstmal gut auspacken. Weil nur mit guten Karten wirst du gewinnen. So. Geht's hier weiter. Da haben wir hier die Basiskarten. Und die sind schon geil. Die sind Hammer. Eieiei. Dann kommen hier die, was haben wir denn hier, die Crystal Parallelkarten. Ja, bei Masterful. So sehen die Crystal Karten aus. Die hast du tausendmal in der Hand gehabt. Kapi. So, dann haben wir hier die Glitzerkarten. Dann geht's weiter mit den Signature Style Glitzerkarten. Die habe ich gemeint, die sind nur drauf gedruckt, diese Autogramme. Hier Fonzie Davis. Dann haben wir hier die Regenbogen-Glitzerkarten. 43 Stück. Dann geht es weiter mit Master and Apprentice. Oh Gott. Regenbogen-Glitzerkarten. Warum macht man solche Namen? Dann haben wir die Tops Heroic-Karten. Die sind geil, die waren damals von den ersten Match-Attacks, glaube ich. Ein Hauch Vergangenheit, genau. Richtig geil. Dann haben wir die Limis. Limis. Sorry, das sind die Club 100 natürlich. Komme ich dann als Limi? Achso, wegen den Gold. Ne, das sind die Club 100 hier. Und ihr seht, drei Bayern-Spieler von, also drei Karten von, also was ist mit mir los heute? Ich bin außer Form hier. Ich habe schon lange keine Videos gedreht mehr. Ja, wir haben hier einen aus Paris, der Rest ist aus der Bundesliga und aus der Premier League. Warum? Dann haben wir hier die Chrome Pro Elite Schaltkarten. Die finde ich recht gut. Ist halt nur ein bisschen blöd wegen der Mappe, weil die nicht komplett wie diese Karten aussehen hier. Also so groß. Dann sieht man am Rand halt noch alles durch. Egal. Dann haben wir die Chrome Preview Karten. Richtig geil. Wie viel gibt es denn da? 16. Von denen hier gibt es auch 16. 16, 16, 32. 16? Warum macht man da nicht noch drei dabei? Dann ist es eine Doppelseite. Also, ja. Okay. So, dann haben wir hier die Gold Limited Edition. So, da haben wir die Limis. Da seht ihr es. 30 Limis. Ja. Dann haben wir hier die Edelstein Limited Edition Karten. Da oben meine ich. Da unten sind die Power Limited Edition Karten. Auch nicht schlecht. Also diese Serie ist einfach Papa. So, dann haben wir hier diese Autogrammkarten. Oder, ja. Ich glaube, da bekommen die Spieler irgendwie so einen Bogen mit diesen Aufklebern. Da müssen sie drauf unterschreiben. Dann werden die auf die Karten draufgeklebt. Jo. Dann haben wir hier die Karten mit echtem Trikotstück. Sesh Gnabry hätte ich gerne. Oder gibt es da noch mehr? Ich guck mal gerade. Bayern.
Hey. Ah ja. Wir zeigen hier Serge Gnabry und da unten in der Tabelle sehe ich kein Bayern München. Dortmund? Hä? Ah, egal. Dann haben wir hier noch die ganzen Produkte. Da, Blister. Den habe ich auch hier. Der Blister. Einen habe ich schon mal. Dann haben wir... Ach, bleib liegen. Dann haben wir hier diese Tints. Mini-Tints. Dann haben wir da die Megadosen. Guckt euch die mal an. Richtig zum Verlieben. Dann haben wir hier Multipacks. Dann haben wir Mega-Multipacks. 63 Karten inklusive, 3 Gold-Limited. Und hier haben... Ah, okay. Also hier sind mehr drin. Dann haben wir Sammlerpacks. 50 Karten inklusive. Ah ja, okay. So, dann kommen wir so langsam zum Ende hier. Oh, demnächst Countdown-Kalender. Der Adventskalender. Ich glaub, welche Saison war das? Das war aber, glaube ich, Bundesliga. Ich glaube, zweimal Bundesliga habe ich die ausgepackt. Ich weiß nicht mehr. Also Adventskalender. Dann haben wir hier, ja, keine Ahnung. Ich glaube noch mal irgendwas mit der App. Keine Ahnung. Dann haben wir die Print Me. Die habe ich auch mal gemacht. Die habe ich dann damals als Autogrammkarten genommen. War eigentlich eine gute Idee. Ich weiß noch nicht. Wenn es Interesse gibt an Autogrammkarten, dann würde ich das vielleicht noch mal tun. Mal gucken. Dann haben wir hier Heimat von Match Attacks Fire. Ah ja. Dann haben wir hier Match Attacks On Demand. Ah, das sind die anderen Serien. Okay. Und dann ist hier nochmal die Checkliste. Ja. Das war das Game Guide. Und jetzt kommt es natürlich zu dem Besten. Und dafür ziehe ich euch ein bisschen weiter runter. So, wir schauen uns jetzt mal hier die Karten an. Das erste Mal, dass ich diese Karten in der Hand habe. Natürlich die Booster wieder aus Papier. Ja, hier sind jetzt 6 Karten drin. Natürlich, das sind die 4 Taktikkarten und die 2 Limis. So, ja, da steht sonst weiter nichts drauf. So, dann schauen wir mal. Au, exklusiv Review Card. Ah, da gibt es, glaube ich, nochmal extra Coins für die App oder so. Ich kann nochmal kurz gucken. Oh ja. Ah, hier ist die erste Limi. Golo Conte. Ah, Defense 94. Ja, moin. Und Attack 70. Oh, die sieht so richtig schon Baba aus. Die LE2. Dann haben wir hier noch Greenwood, Mason Greenwood von Menu. Attack 87. Ja. So, dann müssten jetzt hier die Taktikkarten kommen. Injury. Dann haben wir hier die Agent-Karte. Die Referee. Und die VR. Wo keine Sau braucht. Ja, das war hier das kleine Pack. Und dann, ja, gucken wir mal. Ich schau mal gerade, das ist so klar. Ist es das hier? Ihr seht es hier. Na? Man sieht es ganz schlecht. Das ist so klein geschrieben hier drauf. Also es gibt insgesamt 523 Karten in dieser Serie. Öi. Hallo. Jetzt ist es da. Was wollte ich sagen? Ja, Karten habe ich gesagt, wie viel es gibt. Dann haben wir hier, mal kurz gucken. Echte Autogrammkarten sind in jedem 3100 Päckchen.
Echt jetzt? Also das ist echt selten. Also ich lese jetzt nicht alles hier vor, was hier drauf steht. Wäre ein bisschen viel. Ich will die Karten sehen. Ach, will die Karten sehen. So, ich tue sie erstmal hier ein bisschen. Das mache ich auch weg. Müsst ihr nicht sehen. Die besten Karten nach hinten. So, wie immer, verdreht. Da gibt's nichts Neues. So, wir haben als erstes Ajax Club Logo. Dann haben wir Frank Cassie von AC Milan. Dann haben wir Otavio. Hier haben wir Albiol. Dann haben wir Philippe Coutinho, der mal bei Bayern war. Dann haben wir hier Valverde. Als nächstes haben wir Rodri. Dann haben wir hier Fred. Und jetzt kommen die Powerkarten. Hier haben wir Ciao Felix Signature Style. Ja, die sehen auch nicht schlecht aus, finde ich. Aber nicht so begehrt wie die echten Autogramme natürlich. Oh. Hier haben wir. Entschuldigung. So, hier haben wir Goal Machine Isaac. Oh yeah. Goal Machine. Was hat denn der hier? Attack 79. Und hier haben wir Club 100. Ruben Dias. Uiui. Alter. Ups. Seht ihr gar nicht richtig. So, richtig geil. Oh. Diese Club 100 hier hinten im Hintergrund. Eieiei. 14 Millionen Marktwert. Also der Marktwert ist von Tops. Nicht der richtige Marktwert. Dann haben wir Matchwinner. Ah, ne. Man of the Match. Lukaku. Auch geil. Joa. Das war der erste Booster. Mal gucken, was der zweite hergibt. So. Eieiei. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Erstmal das hier auf Seite. Zack. Was ist das denn hier jetzt? Alles verkehrt herum. Einen Augenblick. Muss immer alles hier drehen. Das ist echt der Wahnsinn. Zack, zack, zack. Zack. Jetzt habe ich's. Als erstes haben wir hier Mkhitaryan. Den Miki. Da haben wir hier voll. Oh, Alphonso Davies als Basekarte. Also die Basekarten sind auch so Baba. Dann haben wir Inacio. Dann haben wir hier Real Betis Club-Logo, natürlich. Dann haben wir Ressus, Rainer Ressus, oh, keine Ahnung. Irgendwie so. Dann haben wir Ben Davis. Als nächstes haben wir hier Jorginho. Dann haben wir Masuaku. Dann kommen hier die geilen Karten. Hier haben wir Mittelfeld. Masterclass Bruno Fernandes. Jawohl. So. So ist besser. Dann haben wir hier West Ham United Club Logo. Dann haben wir hier Bravo. Als Super Saver. Ich wollte gerade Shaver sagen. Ja, moin. Und dann haben wir hier, was ist das denn? Master and Apprentice, also. Also früher und heute. Also Aspi, Lurietta und James. Ja, auch geil. Geil gemacht. Ja, das waren die ersten Karten. Und das Starterpack natürlich, also das komplette Starterpack. Zu dieser Serie. Falls ihr noch mehr von dieser Serie sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben
Und falls du noch kein Abonnent bist auf diesem Kanal und dir mein Kanal gefällt, könnt ihr es kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.